Aber in welchem RPG kann man denn bitte die gesamte Welt abbauen? Zudem definiert sich ein RPG so, dass man die Erfahrung unweigerlich braucht, um im Level bzw. in der Welt voranzuschreiten, und das ist ja hier nicht der Fall. Daher würde ich definitiv sagen, es ist kein RPG. Oh, da hat noch einer gebissen. Hallo. Wo bist du? Halt, stopp. Da schwimmt er hier mit dem Boot. Komm her! Nö, nö, nö. Du mit deinen Wollschuhen, wie das aussieht. Tja, Wollschuhe und Boot. Top Accessoires. Das stimmt, das stimmt. Kleine Rundreise um die Insel. Der tolle Hafen. Das wunderschöne Haus. Blumen ohne Ende. Haben wir doch schon was Schönes gebaut hier. Zu weit gefahren. Zurück. Da rein. Wenn man mal bedenkt, dass hier wirklich am Anfang nichts war. Ein Baum war am Anfang. Ne, Ein. zwei, glaube Nein, ich. zwei, echt stimmt, wir hatten zwei Bäume. Ich komme hier nicht in den Hafen. Doch jetzt. Nein, jetzt. Ja. Wer den Anfang noch nicht gesehen hat, die erste Kaputt. Minecraft-Folge ist sicherlich sehenswert. Ja. Zwar noch mit etwas schlechterer Tonqualität, aber. Steht auch alles in der Beschreibung, wer die immer aufmerksam liest. Da geben wir uns, Wirklich tollen ja, da geben wir Beschreibung. uns wirklich Mühe, da euch immer hier was Innovatives und Lustiges zu präsentieren. Und ich denke, das gelingt uns doch bisher auch ganz gut. Oh, noch ein Fisch. Das ja, das wollte ich jetzt natürlich nicht, die Angel im Dauerfeuermodus verwenden. Das geht natürlich nicht. Sozusagen ein Engel-MG. Ja, ein. Ja. Oder wie ich sie ja gerne nenne, die MGS. MGS. Ja, resultiert daher aus diesem COD, ja, Verleser, Versprecher, je nachdem. Wo ich anstatt MGs einfach mal MGS gelesen habe. Kann man sich auch angucken. In der Call of Duty Playlist Nummer 1 findet ihr natürlich auch auf Doch, dem Kanal. Nummer Oder 2. Nummer 2, lohnt sich sicherlich auch. Oder ihr guckt die Nummer 3. Oder vielleicht, ja, vielleicht auch schon die Nummer Ich 3. denke, die wird auf jeden Fall schon draußen sein. Mal sehen. Viel gewachsen. Naja, ich komm mal zurück zum Haus geschwommen mit 12 Fischen in der Tasche. Wovon ich irgendwie die Hälfte schon wieder aufessen muss. Warum denn das? Weil ich fast entkeult bin. Ach, ich habe ja gar keine Ho mit. Oh. Stimmt, die hab ich noch reinstecken. Egal. So viel an Ausbeute war es ja nun auch nicht. Vielleicht sollten wir dann auch noch mal kurz zum Zombie-Spawner gehen. Meinst du? Ja, ein paar Hände für alle Fälle. Vielleicht jetzt nicht die schönste Nahrung, aber am Ende doch besser als gar nichts. Hast du die reingetan? Nee, ich bin noch gar nicht da. Im ersten Ofen, wie viele Fische hast du? 12. 12, also 2. Oder du kannst auch in 6 in den ersten und 6 in den zweiten Ofen. Ja, geht wahrscheinlich schneller. Jo. So. Du hast so theoretisch noch Brot. Rote habe ich auch noch. Aus dem Weizen. Ein einziges. Noch zwei Fische. Ein bisschen Erde.
So, hier sind die. Ganz vorne. So. Ja. Ansonsten, ja, würde ich sagen, nehmen wir die noch mit, gehen noch schnell zum Zombie-Spawner und dann... Ja, vom Zombie-Spawner geht's direkt los. Ja. Platz wir noch haben. 270 GB. Ach, da können wir ja noch eine Weile. Ja. Wir gehen jetzt auf Höhlentor. Ich glaube, du musst aber zu Hause bleiben. Dafür gibt's Schläge. Hey. Ich hab auch Gefühle. Ah, so siehst du auch aus mit deinen Wollschuhen. Hey. Wer von uns hat denn hier die Wollschuhe? Du! Nö. Hey, Wollschuhe sind voll im Trend. Ja, wo lebst du? Nein, natürlich, Wollschuhe in einem sind... Wollschuh. Es war der Wollschuhgnom. Fisch, den Fisch, Fisch. Fisch! Ja, ansonsten würde ich sagen, go, go, go. Wollen wir das wirklich tun? Ja, ich lasse die Angel noch hier. Ja, ich meine auch die gute Angel. Ganz müde. Ja, ist jetzt mittlerweile auch 2.36 Uhr schon, aber... Man kann ja nicht mal sagen, wir quälen uns jetzt hier noch, weil das macht wirklich Spaß. Oh. Wir machen das ja unheimlich gerne. Ach, was mach ich denn? Jetzt aber. So, dann auf geht's. Sag doch mal tschüss zum Haus. Tschüss, ihr Haus, so tschüss. Nie wiedersehen. Nie wieder. Sei denn wir sterben und spawnen wieder hier. Und dann das ganze Inventar. Nie wieder. Ja, am besten wir bauen uns zwischendurch mal irgendwo ein und machen da ein kleines Zwischenlager. Das ist eine gute Idee. So, jetzt. Jetzt geht's los in die Höhle ohne Wiederkehr. Naja, noch nicht ganz. Schaut euch noch ein letztes Mal hier draußen die Sonne an. Achso, du bist schon im Zombie-Spawner. Danach. Wieso? Danach müssen wir noch mal ganz schnell die Sonne anschauen. Denn das wird das letzte Mal sein, dass ihr die jetzt für ja, ziemlich viele Folgen gesehen habt. Ein Foto hätten wir machen können. Ja, das stimmt. Vielleicht ein bisschen. Heute nicht, Zombie-Mann. Sehen, dass wir nicht so viel Schaden bekommen, nicht, dass wir gleich wieder alles aufessen müssen. Ja, das ist, wir haben ja noch die Rüstung, aber nicht, dass die auch gleich wieder weg ist. Sie ist ja aus hochwertigem Eisen. Das stimmt. Das sollten eigentlich so ein paar Zombie-Pötchen nicht allzu viel anrichten. Aber sie haben ja ihre weißen Hemden. Und die wissen ja alle weiße Hemden sind weiß. Au. Au, au, au. Oh, Level 11. Ja, kann ich leider nicht sagen. Ich bin ja zwischenzeitlich mal ertrunken. Ach so, das. Beim Aufbau des Lagers habt ihr sicherlich mitbekommen. Ja, dann. Da war nichts mehr zu. Aber jetzt in der Höhle wird es sicherlich auch einiges an Monster. Oh, hier wird einiges an Monstern lauern. Deshalb auch die... Zwei... Au, 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 au. Zwei Hände. Ja, das ist ja noch nicht so viel. Werden wir wohl noch kurz hier drinnen bleiben. Immer noch nur zwei. Was, wie viel hast du denn? 13. 13 hast du denn? Einfach so. Vielleicht geben meine auch einfach mehr Hände.